aus Mequinenza, vom Fishing Camp Ebro Unlimited, vom Jürgen Steker und der Bettina Weber. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Ja, fängt die Kamera jetzt nicht ein, aber wir erhaschen nochmal einen schönen Blick auf den Stausee, auf die letzten Angelboote, obwohl ich gerade nur eins hier. Ne, da hinten ist auch noch eins. Angekommen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wir stehen direkt am Strand. Weiß nicht, 10 Meter zum Wasser. Am Meer. Strand. Benicalo. Neben Peñíscola. Und wohl 6 Kilometer am Meer entlang. Und jetzt gucken wir mal raus. Na Judith, was sagst du? Ich muss mein Handy laden. Ich kann das nicht mitnehmen. Wir gehen ja auch nur mal kurz hier vor die Tür, gucken, okay, keiner da. Der Anblick ist lecker. Gucken wir doch mal. Ja, ich weiß nicht, wie gut das mit diesem Puscheln im Mikrofon funktioniert. Ja, das sind jetzt 10 Schritte. In die Richtung ist dann Peñíscola. In die Richtung was auch immer, Afrika. Und da hinten geht es dann in die nächste Stadt.
aber vom Stehen her ziemlich begeistert. Ein abgefahrenes Fahrzeug hinter uns. Das hat irgendwie sogar was hochgefahren, ein Franzose. Ja, cool. Und da stehen wir. Na, was sagst du? Ja, schön. Aua, ah, ja. Guter Tipp von unseren Freunden, von Steine. Annette und Dieter. Die sind schon ein Stück voraus und hatten hier zwei schöne Nächte. Das probieren wir jetzt auch mal. Gucken uns ein bisschen die Altstadt von Peniscola an. Mal gucken, ob Judith noch ins Wasser geht zum Schwimmen hier. Und gehst du da rein zum Schwimmen? Es ist schon frisch. Und wenn Judith sagt, es ist frisch, dann ist das schon mal nichts für mich. Ja, genau so muss es sein. Warte mal. Aber noch ein Stein entdeckt. Die erste Muschel. Oh, eine Muschel. Schön. Oder eine schöne, aufheben. Ja, mach ich auch. Hätte ich sie nicht aufgehoben. Ja, da werden wir schön mit dem Rauschen heute Abend einschlafen. Jetzt stehen wir am Anfang der Altstadt von Peniscola und gehen da mal hoch. Also der Ort selber, also ich sag mal die Hotelburgen etc. ist jetzt nicht wirklich schön, aber dafür wird es hier glaube ich umso schöner. Gucken wir mal. Hier hat auch schon der ein oder andere Laden auf. Ja, schöne Bäumchen haben sie. Da hinten irgendwo stehen wir, Gott sei Dank nicht so an den Hochhäusern, obwohl das geht glaube ich noch. Ich glaube, da gibt es schlimmere Orte. Das nenne ich mal Handarbeit. So, oben angekommen. Dann fahren wir mal nach oben. Gefangen im Park. Schöner Laden. Ja.
Milano-Tube. Y así para usted. Muchas gracias. Ja, das ist schon schick. Da gibt sich jemand Mühe. Jetzt wird's geheimnisvoll. Und dunkel. Ja, das Tor hat schon ein paar Tage hinter sich. Eine Seite von da. Aber schöne Parkplätze. Wie geht's dann zu den Apartments?